Die Entwicklungen in der Regierung Großbritanniens werden auch von Finanzanalysten und Anlegern mit großem Interesse verfolgt. Stefan Wolf in der Frankfurter Börse, wie schätzt man denn diesen angekündigten Rücktritt von Boris Johnson ein? Nun, die Börse schätzt stabile Verhältnisse, klare Verhältnisse, und die würden dadurch geschaffen werden. Der große Wunsch ist da, dass man nach dem Brexit, nachdem noch einiges im Argen liegt, die wirtschaftlichen Verhältnisse zwischen EU und Großbritannien ordentlich geklärt werden, damit die Handelsverhältnisse sich wieder richtig normalisieren können. Dieser Wunsch scheint auf beiden Seiten des Ärmelkanals vorhanden zu sein, denn die Antwort der Finanzmärkte ist relativ eindeutig. Das britische Pfund steigt gegenüber dem Euro und dem Dollar. Und die britische Börse ist deutlich im Plus. Der deutsche Aktienindex übrigens auch. Der DAX steigt 174 Punkte oder 1,4%, steht jetzt bei 12.769. Die anstehenden Maßnahmen der Koalition zur Energiesicherheit, die sorgen hier für Aufwind. Dankeschön, Stefan Wolf.